Frag mich bitte nicht, was das ist. Schmeckt auf jeden Fall sehr ekelhaft. Ich weiß nicht, was davon halten soll. Willkommen zurück. Auf jeden Fall. Wo haben wir stehen geblieben? Da drüben. Wir wollen jetzt nämlich auch in den Sumpf gehen. Und dort einen Glitch machen, damit ich auch da direkt 100% holen kann. Mal gucken. Okay, da ist Level Weltenwechsel. Deshalb gehen wir jetzt mal hier hin. Sumpf brauchst du keinen Glitch, um 100% direkt zu kriegen. Nicht? War da nicht irgendwas? Dann schaffe ich doch alles direkt. Ja. Warum? Willkommen im Sumpf. So, der Sumpf. Komm in Blighttown. So. Erstmal. 8 Aufgaben, wie üblich, wieder 200 Dinger und ja. 8 Toiletten. 7 Toiletten. Oh. Kann ich damit die Kiste kaputt machen? Ich glaube nicht, ne? Ne, okay. Viereck. Oh. Ach, so ein Cortex-Move. Geil. Das ist das gelbe Echo. Das kann Feuerbälle verschießen. Ah, das ist Feuer, also das ist das rote Echo. Ah, okay. Du kannst Feuerbälle abschießen. Das wäre das rote Echo. Okay. Geil. Ne, gefällt mir. Cool. Habe ich ja schon fast alles. Dachte ich mir, dass ich sterbe, dann habe ich wenigstens wieder volle Energie. Sehr gut. Du hattest auch was verpasst gehabt. Ich wollte auch nicht weitergehen. Ich wollte gucken, ob es weh tut. Glaube ich dir irgendwie nicht. Dann glaub mir das halt nicht. Aber ich wollte das ein bisschen rumgucken. Da ob hier oben ist, das habe ich nicht gesehen, aber ich wollte auch nicht weitergehen. So. Also geil, so und dann. Ja, da schießt ja ganz nach unten. Nee, schon richtig feuerbändiger hier. Jetzt würde ich weitergehen. Auf jeden Fall. Die Spähflieger aus der Kiste da schon befreien. Oh, hi. Geist Echo. Das ist ja mein Liebster, das würde ich fast behaupten. Ich weiß nicht. Kannst du im Übrigen auch mit der Hülle schießen. Was kann ich machen? Perspektive kannst du auch schießen. Sogar mit sogar Ziel. Geil. Und kann sogar Ego in der Ego-Perspektive bleiben, ohne was zu drücken. Geil, gefällt mir. Gefällt mir. Also ich werde Tobi nicht enttäuschen, aber bisher ist das mein Lieblings-Echo. Aber mal gucken, ich muss ihn noch immer noch gucken. Ich bin gestorben übrigens. Das Rufezeichen-Tipp. Es gab noch keinen Checkpoint. So kein, da gibt's doch kein Fadenkreuz. Ja doch, so gibt's auch ein Fadenkreuz. Okay, das war ein bisschen dumm. Ich muss mich dran erinnern, Leon eine Frage zu stellen in einem Level, was später noch kommt. Wie er das denn bitte dann gelöst hat, wenn er nicht wusste, dass es das Fadenkreuz gibt. Mach nicht den Niklas und spring zu den Orbs ins. Hatte ich nicht vor, der hätte einen Schalter, dann wird der Feind dann noch loskommen oder keine Ahnung, Plattform auf Zeit oder so, keine Ahnung. Aber ich mach nicht den Niklas, ich freu mich sehr, wenn ich Niklas gucken kann. Also ein bisschen mit meiner Motivation hier jetzt das auch noch zu machen, damit ich halt auch ohne Bedenken den kompletten zweiten Warpraum bei ihm gucken kann. Ah, das ist gar kein. Was ist denn das? Das ist so ein Jump Pad, das dich in ein bestimmtes Gebiet bringt, okay. Wo nur eine Spähfliege ist. Okay. Na dann. So. Okay. Frage, wie kommst du an die Orbs? Na, wahrscheinlich hiermit. Ja, okay, ich glaube, das müsste doch klappen, so von der Reichweite. Ich guck's mir mal an. Ja.
da ist Niklas erst sehr spät aufgekommen. Ich finde, das sind ja mal irgendwie so ein Aiming, so ein bisschen. Oh, ich kann den Baum kaputt machen, sehr schön. Ich will die Pflanzen retten. Das ist ein unendlicher Rattenspawn, ne? Ah! Oh, auch voll Spyro hier. Das ist auch voll Spyro hier, das gefällt mir. Max Spyro. Definitely Heroes Tale hier, aua. Keine Sorge, ich werde dich nicht rächen. Nicht rächen. Oh, Checkpoint, cool. Ist nicht da, wo ich mir einen wünsche, aber cool. Ja. Aber irgendwie kriege ich das hier noch nicht so gut hin. Ist ein Checkpoint. Ist ein Checkpoint. Ich hoffe, das ist der einzige in dem Level, aber ja, ist ein Checkpoint. Ich überlege gerade, wo überall Checkpoints sind. Ich glaube... Es gibt keine mehr, okay. Es gibt ein paar auf jeden Fall auch. Also mindestens zwei. Ich glaube, wenn das Paar klein geschrieben ist, dann drei. Und wenn das Paar mindestens drei, wenn das Paar groß geschrieben ist, dann zwei. Ja, natürlich. Gerne einen Energiespawner. Ich will hier nicht sterben, wenn ich auf die Plattform springe. So, gib mir eure Kugeln. Viel zu wenig Energie zurück hier. Das ist einfach. Ja, die Levels sollen ja auch schwerer werden. Das ist richtig, aber trotzdem, ich meine, ist halt keine Kritik an dem Level generell, sondern generell an diesem Lebenssystem. Komm, ich sterbe wahrscheinlich wieder. Das ist aber bestimmt ein Checkpoint. Ich weiß es nicht. Bitte verrat's mir nicht. Okay, ich war ein Checkpoint. Da kannst du ein bisschen üben an dem. Stampfattacke. Ja, Stampfattacke, okay. Oh, hier geht es weiter, dann geht erstmal hier lang. Oh, komm her. Da geht's hier doch weiter. Weg, wo du gerade gehst, ist weiter Gehweg. Okay. Ich lehne mehr. Okay, dann geh ich nochmal zurück. Sah halt für mich so optional aus, weil er so versteckt war. Templar, das ist doch nicht versteckt. Das ist mitten sichtbar. Ja, es ist sichtbar, aber es sah trotzdem irgendwie so abseits aus. Aber du bist nicht der Einzige, der so gedacht hat. Oh, Spawner. Kann ich aber drin, kann ich nicht. Ah, der Baum weg, genau. Das ist eine ganz sinnvolle Aktion. Ich habe sogar fast 50 Kugeln beisammen. Das ist ja, was ist meine Liebe? Ich hätte ja ein bisschen hier sagen, kann man nicht sammeln eigentlich, wenn den Spawner auch nicht zerstört. Wir sollten diese großen Felsbrocken zerschießen, an denen das Halteseil festgemacht ist. Das Luftschiff! Ohne das Ding sitzen wir fest. Gesehen? Binde es irgendwo fest, sagte ich. Schnell, Nina, sonst verpasst du den Bus. Tschüss, Sora. Oh, dir fehlen noch zwei Orbs da oben. Ja. Yep. Das sind immer drei Orbs. Also dort, wo du gerade den einen gesammelt hast, dort ist normalerweise so ein Baum. Den habe ich ja schon kaputt gemacht.
Ja, das ist korrekt. Du wartest, du stellst dich halt auf die eine Plattform, lässt dich hochfahren und dann da hoch. Ein schlauer Assassin. Ja, das ist noch eins. Schaffst du schon. Hallo nicht. Ich probier gerade mal von hier, kommt man ja nicht hin, oder? Nee. Nee. Du bist halt nochmal diesen Dingens, den Uppercut-Sprung versuchen, den du vorhin unten bei dem Schalter gemacht hast. Vielleicht kriegst du den ja so in Orb. Nur halt von dieser Holzplattform. Genau, Holzplattform. Ja, das kannst du mal probieren. Das kannst du zumindest auch besser planen. Nee. Von der Höhe her passt es aber. Ja, stimmt, weit kommen, das war ja so die Sache. Ich soll ja langsam laufen, da war ja was. Ah, sehr gut. Sehr schön, danke schön. Nice! Bobby, der alte Speedrunner hier. Ich bin stolz auf dich. Hm? Ich bin stolz auf dich, dass du Sachen kannst. Dafür kann ich dich dann wieder für Resident Evil unterrichten. Das ist cool. Oh, jetzt geht's hier weiter, hab ich gehört. So, dann gehst du erstmal hier und dann gehst du schon wieder in so eine Arena. Was für eine Arena? Ja, das hier. So. Da gibt es nur eine Spätmiede. Auch hier, okay, aber ich muss trotzdem alles töten. Und du da ist. Ja, das muss Edmunds da nicht mehr rein. Übrigens. Beim ersten, bei dem einen Tod bist du vor dem Frosch gespawnt, jetzt bist du einfach hinter dem Frosch gewesen. Gespawnt. Falls du weißt, was ich meine. Also, das sind einfach zwei Checkpoints direkt nebeneinander, was super weird ist. Ja. Ich hatte letztes Mal, ich habe mal das Ultimate Spider-Man gestreamt, da kam einer so rein, der glaube ich auch irgendwie so das Spiel Any% gerannt und hat mir auch irgendwie so einen Trick verraten, den ist aber nicht unbedingt schnell. So, habe ich Sora gute Nacht gesagt eigentlich? Ich habe auf jeden Fall gedacht, Sora. Da hast du. Okay, aber trotzdem nochmal gute Nacht, Daten, Sora. Oder ja, falls. Wong Wong Sora. Daten Sora. Ja. Schau mal auf den Discord. Ja, hab ich gemacht. Jetzt laggt mein Stream. Dankeschön, Tobi. Dankeschön, Julian. Alles klar. Danke für nichts. Ihr seid halt das Verwechseln ähnlich. Oha. So, ist der Niklas auch ins Wasser gesprungen? Ich glaube, ab dem Zeitpunkt hat dann Niklas. Also, das war der Zeitpunkt, wo Niklas dann gerafft hat, dass man das so einsammeln kann. Und hat sich so gedacht, ah, so kann man das vielleicht auch am Anfang einsammeln. Wann hat Zugsinn das letzte Spiel eigentlich Let's Played? Was kommt dir so vor, als hätte er das letztens gemacht? 2-3 Jahre, würde ich schätzen. Echt? Aua, so lange her? Kommt mir halt nicht lange fair. Aber naja, was waren schon die letzten 1,5 Jahre? Komm mal her. Ich guck mal nach. Da kommt der bald Jack 2 bei ihm. Ja, dann ist es ja 3 Jahre. Jetzt ist er bei der PS1, dann müsste er bald dann Jack 2 kommen bei ihm. Ah, das ist aber ja bei der PS2. Genau. Aber vielleicht. Aber bald kommt vielleicht ja sowieso Crash 4 erstmal. Stimmt, das hat er ja irgendwie fertig, aber ich glaube zumindest bis auf einen Relikt oder so. Also zumindest war das der Stand bei Findet Nemo, hast du ja gesagt. Er hat auf jeden Fall alle Platin-Relikte und er sitzt momentan an den perfekten. Das kann auch sein, aber also die perfekten Relikte sind alleine. Den umgekehrten Fortschritt zitieren. Ja. Ich finde die perfekten Relikte immer noch angenehmer, bis auf. Eigentlich sind die angenehmer. Punkt. Was kann man mit der 2 schießen? 3 Jahren hat er das angefangen zu Let's Playen. Ja, dann. 13. November. Das ist ja noch nicht ganz 3 Jahre, sind momentan 2 Jahre. Ja. So ein Zugzügel dauert ja immer 3 Jahre. Das ist ja so meine Zeitrechnung, auch von Leon. Ein Zugzügeln. Ich muss mir das Let's Play auch nochmal komplett anschauen. Ist mir auch. Gar nicht gemacht. Ist mir auch. Jetzt habe ich eine bessere Verbindung zu dem Spiel, dann kann ich mir das Let's Play auch besser angucken.
Lass mal zusammen anschauen als Watchparty. Als Watchparty gucken wir erstmal meine Kindervideos. Actually, echt nicht so schlecht. Ja. Freu dich auf Teile 2 und 3. Er zuckst immer die ganze Zeit Crash-Spiel weiter. Ich hab ihn vorhin auch, glaube ich, Crash-Spiel gespielt. Kann doch ja auch nicht mit erst. Warum sind so viele Wege? Oh! Mal eine kleine witzige Sache zeigen. Wenn du gleich Kisten als zerstört hast. Ja. Also sind da gerade ganz viele Wege. Ich gehe erstmal hier lang und sehe dann wahrscheinlich gleich. Nicht in der Höhle. Nicht in der Höhle den Stein kaputt machen. Okay, danke. So. Der andere Weg ist optional. Okay. Kisten. Habe ich mir vorhin auch schon gedacht, aber ich wollte irgendwie erst da lang gehen. Dankeschön, dass du mich gewarnt hast vor einem schlimmen Fehler. Ich möchte dir nämlich noch eine kleine witzige Sache zeigen bei diesem Felsen. Oh, schön. Spätestens hier hat Link das bemerkt. Ah, spätestens da. Ich mag dieses schönes Level, ich mag das. Ich mag das. Wie lange streame ich das? Ja, jetzt 3 Stunden. Ja, ist doch okay. Jetzt habe ich laut der letzten Streaming damals auch länger als 3 Stunden. Naja, irgendwie. Das Level schaffst du noch, da kommt nicht mehr so viel. Und dann gibt es wahrscheinlich wieder so ein Übergangslevel, vermute ich. Ja. Das würde ich ja dann auch noch machen. Wie gesagt, mach mal den Stein in der Höhle nicht kaputt. Okay. So. Nimm dir mal das blaue Echo. Stell dich mal vorne rechts bei dem Stein hin und drück X. Und unter dem Stein ist so ein Jump. Geil. Also normalerweise soll man den halt mit dem gelben Echo zerstören, aber ich möchte dir das unbedingt zeigen. Interessanter Wirkungsradius, den es hat. Ich denke übrigens, du wirst sterben. Außer du kriegst... Du kannst links an den Kisten vorbei. Oder du machst sie einfach kaputt. Ist deine Entscheidung. Oder du gehst einfach rechts an denen vorbei, das geht natürlich auch. Ja, geh einfach durch. Was ist denn hier hinter eigentlich? Ah, nochmal so ein Sprungbrett. Mach ich noch nicht. Ja, das bringt dich auch woanders. Ich bin hier in die Falle quasi. Ich find's schön, dass du diesen Glitch mitgemacht hast. Ich dachte, das wäre ernster, wenn ich die Kürze zerstöre, aber ja. Cool, dass ich es gesehen habe. Ach, ein bisschen quatschen muss doch auch ab und zu. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Lieder dann. Oder allgemein, wenn die dir zu nahe kommen, dann kann man also. Kein. So. Der Kreismove ist quasi hier der Way to go, wenn es knapp wird. Danke, scharf. Sehr gut. Ein Orb, sehr schön. Viel Lärm um nichts. Eine Zelle, viel Lärm um nichts. Du hast das Bild früher gehabt als ich? Geil. Hey. Du hast einfach vorher gesagt, weil ich es noch im Kopf hatte. Wo bin ich denn? Ja, du bist jetzt dort, wo die Plattform ist, wo du vorhin meintest. Oh, hier ist auch noch was. Die Plattform, die kann ich die Plattform benutzen hier? Welche Plattform? Die hier. Ja, die kannst du benutzen. Außerdem bin ich nicht Leon, falls du... Sorry, hab ich da Leon gesagt? Ist mir fein, passiert mir immer. Alles. Ah, nochmal eine Arena. Ah, hier nochmal so ein Ding zum Lose machen. Mal 10 Punkte, bevor du ein Leben dazu bekommen hättest. Ja. Ich bin froh, dass ich... mitmachen darf bei diesem Spiel. Ich finde auch schon, das ist eine gute Ergänzung.
ist definitiv eine gute Ergänzung. Witzig ist, dass in diesem Bereich übrigens keine Schwertfliege diesmal ist. Nee, dafür ist ja hier ein Orb. Ein Artefakt, eine Zelle. Dieser Zeppelin wird kaum noch gehalten. Eine Energiezelle! Was hast du denn damals produziert, Leon? Achso, ja, okay. Ich erinnere mich, deine YouTube-Videos. Das waren noch Zeiten. Hat Leon eigentlich schon Jack im Stream gespielt oder auf YouTube hochgeladen? Er hat privat gespielt, der Schlingel. Okay, da ist Feuer. Hallo. Gerade massiv Delay im Stream. Und ich darf durch den Sumpf laufen. Cool. Sorry, das ist Sam hier. Bevor du da oben lang gehst. Alles andere erstmal machen, okay. Warte. Will ich nochmal um. Da ist so ein Pad. Weißt du, was da ist bei diesem Pad? Ja, so ein Babytier, ne? Das Flutflut, was du am Strand gerettet hast. Und das solltest du benutzen für. Ah. Kompletten Bereich. Der Flutflut, den ich gerettet habe. Wie kompletten Bereich? Kannst im Übrigen nämlich mit dem Flutflut auch diese Metallkisten kaputt machen. Cool, okay dann. Braucht man den? Zwangsweise? Ah, du kommst oben rum nur weiter mit dem. Also ich kann ohne ihn nicht alles machen. Hier ist das Flutflut! Nee, da oben zur Energiezelle, die du da siehst, da kommst du nur hin mit dem Flut. Aber brauche ich den, um 100% zu haben? Das ist gerade meine Frage. Du musst oben ja so oder so lang, um die Energiezelle zu holen. Gibt es irgendetwas, was ich nur mit diesem Dino erreiche? Gesehen von der Energiezelle da oben, nein. Ah, die erreiche ich, für die brauche ich doch den Dino gar nicht. Also da komme ich doch mit dem Dino gar nicht hin. Ach, kommst du? Mit dem Dino komme ich doch hin? Okay. Steig mal auf. Okay. Und mal doppelt X. Okay. Platter. Okay, dann brauche ich den. Der kann diese Stampfattacke, womit du diese Metallkiste zerstörst. Ah, kannst du das Öl laufen? Ja. Ich glaube, du hast sogar alle Orbkisten da kaputt gemacht mit dem Platter. Mann, mach doch mal die Dinger kaputt. Kannst irgendwie an. Ich muss springen und dann schlagen, ne? Der X- und Viereck-Move ist viel besser. Der hat nämlich einen kleinen Fläche. Das ist quasi ein kleiner Flächenangriff. Okay. Aber ich würde dir jetzt empfehlen, vielleicht oben lang zu gehen. Ich will erstmal die Aussicht hier genießen. Spring mal ins Wasser. Passiert dir nichts, glaub mir. Hm. Okay, dann gehe ich jetzt oben lang. Ich dachte halt erst so, dass es vielleicht einfach nur so ein Bonus war, weil ich das Ding damals befreit habe. So, das war so meine Gedanken, den ich hatte. So. So, du hast Orbs noch unten vergessen. 4 Stück. Okay, dann hole ich die. Ah, hier. Aua. Mich also. Gerade auch nur. Schön in die Stacheln. Schön in die Stacheln, nein. Richtung des Jump Pads, hast du da alle Kisten auch zerstört gehabt? Wenn sie nicht so. Einfach draufspringen. Einfach draufspringen geht auch, okay. Ja, der hat genug Kraft. Nicht denn. Du bist gestorben. Na cool, dass das Vieh aus dem Ei ist. Das war von der Oma dann doch nicht vergewaltigt wurde, das freut mich. Das macht mich glücklich. Und hier auf dem Weg. Ah, hier ist noch eins, okay, das mache ich dann noch kaputt. Cool, deshalb habe ich das noch gesagt mit dem Zurückkommen, weil ich mir schon dachte, dass du eins vergessen hast. Sehr aufmerksam. Leider bist du vorher schon gestorben an Stacheln. Das wird mir, glaube ich, noch ein paar Mal passieren. So, einfach raufspringen, hast du gesagt? Ich glaube auch, auf die kannst du auch einfach draufspringen. Cool. Und jetzt noch der andere Weg oben. Genau, hier der Hauptweg.
mag dieses Level sehr. Das ist ein schönes Level. Ich glaube, das ist so, würde ich sagen. Ich glaube, das ist das Lieblingslevel. Ich habe jetzt einfach mal. Oder ist das mein Lieblingslevel hier? Ich weiß es nicht. War das hier? Oder drüben irgendwas? Ich weiß es nicht. Die anderen Level waren auch. Es sind alle Level schön. Du kannst ja sagen, dass es vielleicht dein Lieblingslevel bisher war, aber es kommen ja noch Level. Ich meinte halt jetzt vom zweiten Barbraum. Aber ich weiß gerade gar nicht, ich finde alle Level gut hier. Bisher. Stimmt, das einzige nerviges Level. Eigentlich waren alle Level schön. Die Nebelinsel war nervig. Ich glaube, es ist das nervigste Level auf jeden Fall. Ey, du müsstest oben alle Ortskarten zeigen. Mal 63. Gut gemacht. Seid ihr nicht froh, dass ihr unsere kleine Flutflut-Freundin gerettet habt? Sie wird euch vielleicht noch einmal behilflich sein können. Jetzt bringt sie zum Transfer, dann hol ich sie nach Hause. Okay. Ira spoilert. Naja, ist ja nicht Rayman 1, das Original Rayman 1, wo man nur einmal mit dem Mosquito fliegt. Das ist Verschwendung gewesen. Other Way Manny, der hat da ein schönes Remake gemacht. Ganz hilfreich, da kann ich nicht durchlaufen. Checkpoint. Zum Sanity hat er bessere Checkpoints. Nicht die schlechtere Speicherpunkte, aber bessere Checkpoints. Da hat dir wohl der Frosch sein Gift initiiert. Ja, das ist passiert. Das war so ein Hunter. War so richtig 3. Riesig 3 noch gespielt. Die der Frosch so weit gefolgt ist wohl. Ja, das hat mich gerade auch ein bisschen überrascht. Schade, ach, es nervt wohl, dass ich jetzt trotzdem mal ohne Tier durch muss, aber gut. BBT ist da besser, der kann man überall wegschmeißen. Oh, das war eine volle Heilung? War das gerade eine volle Heilung? Oder einfach nur halt einfach nur grüne Dinger? Komm, das war ein komplettes Leben. Schön. Hallo, Freunde! Gefällt euch mein schöner Sumpf? Voll Spyro hier, gefällt mir. Das gehört alles mir. Zumindest ist das, was nicht im Schlamm versinkt. So wie es hier riecht, ist deine Badewanne schon ganz schön lange im Schlamm versunken. Was? Badewanne? Ich habe hier ganz andere Probleme. In der Gegend treiben ein paar widerliche Locker ihr Unwesen und greifen hier echt alles ab. Sie haben mein zahmes Hip-Hop-Fati verscheucht. Das ist jetzt schon so lange weg. Ich stelle immer sein Lieblingsfressen raus, aber diese Sumpfratten stehlen es jedes Mal. Wenn ihr diese verdammten Viecher in Schach haltet, riecht Vati ganz sicher die Leckereien und kommt zurück. Oh. Könnt ihr mir helfen? Oh, Wolverus streamt gerade Underground. Das muss ich mir im Nachhinein angucken, geil. Wir haben erst mal zu spielen. Gut. Diese Ratten jede Welt ein Minispiel, also. Er schießt sie, damit wenigstens hallo, ein Julian. Leckerchen übrig bleibt. Voll Spyro hier. Steuerung? Ah, einfach nur links und rechts, okay. Er schießt sie. Einfach nur links und rechts drücken, das ist sehr nutzerfreundlich. War schon zu leicht. Er schießt sie. Da drüben. Verdammt. Da drüben. Da drüben. Verdammt. Schnappt ihr welche? Schnappt ihr welche? Da drüben. Da drüben. Ich mag ihn. Immer wenn jemand da drüben sagt, muss ich an den Typ denken. Oh oh. Schnappt ihr welche? Schnappt ihr welche? Das war knapp. Vortreffer. Erschieß sie. Da drüben. Da drüben. Erschieß sie. Wie ist sie betrunken? Da drüben. Da drüben.
Schnapp dir welche! Oh Gott, was ist denn hier los? Gott, das wird also da. Okay, ich hab direkt verloren, wenn einer was isst. Okay, ich dachte, ich könnte ein paar essen lassen. Ah, das ist mega weird. Wir haben übrigens immer gespawnt Gegner. Wenn du auf eine Stelle hältst, wo die spawnen, dann meistens zwei Stück oder drei Stück. Da schieße ich aber wieder erst frei. Kann man vier schießen? Kann man mit einem schießen? Nur mit drei kann ich nicht schießen. Streik ist auch die Ego. Schnapp dir welche. Ne, ist schon ganz gut, dass man nur nach links und rechts steuern kann. Wäre sonst zu nervig. Das wäre auch mega nervig. Ich hab bei Hero's Tail schon besser, aber ja. Wo spawnen die? Ah. Oh. Richtig spawnen. Spawnen überall. Drüben! Warum stirbt der denn nicht? Das ist eine unsichtbare Wand scheinbar vor. Triggert mich auch immer. Rechts. Schnapp dir welche, Max. Schnapp dir welche. Bin auch dabei. Brat mir einen Storch. Kannst du aber schießen. Vielen Dank für die Hilfe. Ding. So sieht der Verkackbild schon mal aus. Ach, der Leon. Fragezeichen. Okay, noch eine Aufgabe und halt die Spee fliegen. Eine Aufgabe ist halt wahrscheinlich noch Level beenden. Das könnte wohl die letzte Aufgabe sein. Ich weiß es nicht. Wird lange für Level beenden. Aber mal gucken. Hast du denn über das gesamte Level schon gemacht? Ah ja, ja, okay, okay, okay. Einfach nur ekelhaft, ich will weg. Ah, hier kann ich töten. Du bist sowieso fast am Ende des Levels, also. Na dann. Eigentlich gar nichts. Niklas hat er dafür das Fischer-Minispiel in First 2 geschafft. War ich stolz auf ihn. Mhm, das ist korrekt. Und ich hatte da richtig Probleme. Und wo ich das gespielt hatte, habe ich das glaube ich auch First Try geschafft, sogar ohne einen Fisch zu verpassen. Natürlich. Hat mir gezeigt, dass du zwei Fische verpasst, glaube ich, ja. Das ist übrigens die letzte Spähfliege. Ja, das stimmt. Niki Chic. Mich haben immer die Stege verwirrt, die da sind. Ja, hat was mit Insanity. Ist ja. Halt einfach gar nichts. Ist halt Deko einfach. Gehört halt zur Welt, dass du... Aber ja. Ich hör gerade schon Niklas in meinem Kopf reden. So. Weil er sich fragt, wofür die da sind. Direkt springen, sonst sterbe ich. Oh, ich habe sogar volle Heilung gleich. Und mein Bonus. Vorgang mit der Auto anvisieren. Könnten auch schon fast die letzten Eier sein. Mal gucken, wie viele mir da noch fehlen. Ich würde mal so um die 20 schätzen. Ich glaube weniger. 11. Sogar nur 11. Ey, da sind nicht so viele, da sind so viele und dort sind so viele. So. Okay, ich lag doch Level beenden, das ist das letzte Ding.
Ja, es ist theoretisch das Level. Ja. Aber ja, es hat so die Levelaufgabe Blei-Zeppelin. Blei-Zeppelin. Es ist ein Blei-Zeppelin, den du gerade losgelöst hast. Gut gemacht, Jack. Bild. Dein Onkel wäre stolz auf dich. Das war der riesige Arm eines Precursor-Roboters. Ich habe den Baum da hinten kaputt. Einen in solch gutem Zustand gesehen. Oder ich kann mir nicht vorstellen, was die Lurker damit vorhatten. Aber es ist besser, dass sie ihn nicht bekommen. Quash 3 spielt im Ersten Weltkrieg. So weitermachst. Nein, ein Held wirst du nie werden. Aber gib nicht auf. Du machst das Ganze hervorragend. Also der Baum da hinten, ne? Ja, genau. Kann man die auch kaputt drehen oder muss man die immer schießen? Muss tatsächlich den Baum immer kaputt schießen. Keine Heilung mehr, aber ist okay. Sind 5 Orbs, ne? Ich bin da noch 6. Jetzt sind sie einfach 2 Kisten, die noch kommen. Na komm, stirb einfach. Rattenbau steht da jetzt wieder, den ich nicht gekriegt habe. Der Checkpoint ist mega weit weg. Ja. Selbst schuld, ich wollte halt sterben. Ah, ist er schon hier. Ich kann jetzt Energie sammeln für Level. Oh, guck mal, ich hab sogar eine volle Heilung bekommen. Sehen wir noch mehr? Nein, ich hab eine volle Heilung. Mehr kann ich nicht erwarten, aber. Bitte gern. Das war not bad. Ja, aber ich habe trotzdem nur ein Leben. Ist ein bisschen dumm, aber naja. Oh, ich wusste, dass ich da sterbe. Oh, cool. Ey, war doch irgendwas zum Schießen. Ah, dann müssen wir erst den Baum kaputt machen, dann kann ich sie schießen. Oh. Ah, deshalb wollte ich, dass du den Baum holst. Ja, und wenn es jetzt zurückgeht, geht der alte Checkpoint wieder. Ich hoffe nicht. Ich fände das so witzig. Ich nicht. Checkpoint, höhö. Übrigens, wenn du Doppelsprung 4 drückst, während du gelbes Echo hast, kriegst du auch noch einen leichten Boost nach oben. Du springst auch nochmal, oder du kriegst nochmal so einen kleinen Schub nach oben. Ich war direkt hinter dir, Jack. Ehrlich, glaub mir. Voll angenehm, dass Dexter so wenig redet heute diesmal. Da war letztes Mal eigentlich immer da fast. Und jetzt eigentlich kaum. Schön ins Sumpfwasser rein. Das ist halt nervig, passiert halt. Niklas mag ja diesen Tauchsprung besonders gerne. Aber der hilft mir ja nicht hier rüber. Ach, ich weiß. Okay. Was war das für ein Longjump? Schön am Pfosten hängen geblieben von dem Steg. So. Einfach springen und wirbeln im Zweifelsfall. Es klappt doch hier auch nochmal. Springen und wirbeln. Kommt man noch rüber. Klappt das auch mit dem Nachbarn? Was? Hey, das wundert mich auch. Mal 2 Raffen ausgelöscht. Da sind die letzten Eier, denke ich mal. Also zumindest 3 von denen. Die anderen 3 sind wahrscheinlich nochmal in einer anderen Truhe. Dexter weiß, wann er den Fräse halten muss. Ja. Halt deinen Fräse auf jeden Fall. Hab ich jetzt eigentlich alles? Ja, du hast alles. Cool. Kannst ja laden und. Nee. Oh, ich bin direkt an der Ausgang. Ja, du bist am Ausgang.
kann im Übrigen, wenn man diesen Uppercut-Sprung drauf hat, theoretisch direkt ans Ende des Levels gehen, macht aber in dem Level keinen Sinn. Mhm. Ja, dann machen wir noch ein Übergangslevel und dann war's das mit dem Stream, auf jeden Fall. Aber er hat auch wieder sehr Spaß gemacht und ich hab mich ja auch... Ich war besser drauf als beim letzten Mal, auf jeden Fall. Ich würde das Übergangslevel nicht unbedingt noch machen. Zumal das auch passen würde zu dem, was Niklas gemacht hat, weil er hat nach einer bestimmten Sache, die vor dem Übergangslevel halt passiert, auch aufgehört gehabt. Also das würde sich perfekt treffen mit deinem Partende. Oh. Wie du das kennst. Das heißt, es kann dann eine Folge von Niklas beenden. Cool. Enden und dann musst du dir nur merken, wann der nächste Part ist. Na, es ist einfach. Ich hab ja die Abo-Box. Ich hab halt immer die Videos gelöscht, die ich halt, naja, umgeguckt habe. So wie halt immer. Ich bin der einzige Mensch, der die Abo-Box nutzt, aber sie funktioniert halt bei mir ausreichend gut. Und dann kann ich jetzt einfach... Ich speichere nochmal ab. 64%, ist doch fast ein Drittel, fast zwei Drittel. Eine Sache kannst du jetzt noch in dem. Warum ich eigentlich zwei Spielstände? Ja. Ist doch in Ordnung. Eine Sache kannst du auf jeden Fall noch machen. Was denn? Die Maschine aktivieren und hochgehen und das dann machen, was da passiert. Hättest du mir vorher sagen können. So. Die Energiezellen für die Maschine. Das sollte ausreichen, um den Felsblock zu heben. Ja, Elora. Na also. Aber passt auf, wenn ihr auf das Lurker-Monster dort oben trefft. Moment! Ich hab keinen Bosskampf. Ich bleib hier und beschütze Kira. Jack, du wirst bestimmt auch ohne mich mit dem Monster fertig. Oh, wie heldenhaft. Tauchsprung. bitte, hopp. Kommt jetzt ein Boss oder was? Danke für den Spoiler auf jeden Fall. Ich hab nichts gesagt. Es war Leon diesmal, aber ich verzeih ihm. Den Boss soll ich noch machen? Alles gut, Leon. Dann mach ich den halt noch. Wenn man mir nichts sagt. Danach, also das zählt schon zu dem Level-Übergangs-Ding. Aber nein, okay. Aber danach kommt erst das, wo das Level richtig anfängt. Du kannst da jetzt nur halt diesen Boss besiegen. Hier Echo und dann Weg. Voll Quatsch hier. Kannst da vorne stehen bleiben, wo das gelbe Echo ist. Ist nicht auf diese Lava da vorne. Ja. Jetzt wegrennen. Das ist schön, dass es natürlich Storyboss ist, anders als die. Wobei, nee, man muss ja nicht, die Pflanze muss man nicht unbedingt töten. Um storymäßig weiterzukommen. Ah, die Pflanze ist komplett. Als hättest du der erste Story-Boss und demnach der ersten Welt noch keinen Boss gab es. Aber wild. Ich hab ihn auch einfacher gefunden. Der war nämlich direkt da. Hehe. Oh, ich dachte, ich werde getroffen.
du getroffen worden wärst, auch instant dead gewesen, weil der Stein wandelt wird. Ich meinte, dass die Lava. So, ja, okay. Kackball, die Pflanze ist leichter. Klass hasst diesen Boss. Verstehe ich. Aber die Pflanze ist leichter. Weil die schnell, vor allem schneller auch einfach geht. Weil wenn der dreimal das gleiche machen muss, ist das schon langweilig. Bei der Pflanze nicht viel anderes. Ja, aber da gehen die Farben dann schneller. Kann den Boss übrigens auch. Wie bitte? Kann sich den Boss auch super einfach machen. Natürlich. Ja, Niklas dachte übrigens, du müsstest ihn auf den Kopf schießen. Statt ihm auf die Beine einfach zu schießen, so wie du. Lass einfach den Autofokus regeln. Auto anvisieren. Ah, das wusste Niklas nicht, dass man den auch so verletzt. Dann immer auf den Kopf geschossen. Eigentlich ist ja gar nicht schwierig. Muss einfach nur ausweichen und halt den zweiten Teil hinbekommen. Man muss eigentlich so wissen, was auf einen zukommt, dann ist es auch nicht schwierig. Weil hier auszuweichen ist schwierig. Und hier einfach keiner, der macht ja nichts, der muss einfach nur ballern. Oh oh, jetzt darf ich natürlich keinen Fehler machen. Jetzt wird's schwer. Okay. Letzter Versuch. Ah. Ziemlich mehr danach. Nee, ich war schon in Stimmung aufzuhören und dann so, er macht noch weiter. Ah. Ah. So, es wird schwer, jetzt hier auszuweichen. Einfach nur merken, wie der Weg ist. Beim zweiten Mal ist es einfach nochmal so und das dritte Mal ist dann halt ein bisschen schneller. Jetzt, also beim zweiten Mal schießt er auch schon seine Steine da schneller. Ja, okay. Aber halt nicht so schnell. Der wird schneller und schneller. Ja, doch, ja. Was ist denn das? Ich hab mir den Weg nicht gemerkt, aber es wird schon passen. Ich sterb gleich. Es kommt rechts eine Lücke und dann links. Dann wieder rechts, dann wieder links. Ich versuch's nochmal. Das, ah, die Pflanze ist leichter auf jeden Fall. Nee. Okay. Ich hab den auch einfach nur, ich hab jetzt so viel gespielt, dass man halt auch einfach irgendwann ausgelaucht. Das ist ja ganz okay. Vielleicht schaffe ich ja die ersten beiden Phasen jetzt ohne Treffer. Aber als ich jetzt dahin laufe, ist halt immer kacke. Mädchen, man müsste ihn auf den Kopf schießen. Aber das hat auch funktioniert, auf den Kopf zu schießen. Ne? Ja, macht also Unterschied. Man kann den überall. Man kann den überall treffen. Manchmal ist der sehr besoffen, der wehrt er und schießt komplett daneben. Der Herr von uns zu. Der gute Claw heißt der. Stimmt doch einfach direkt, wenn man in die Lava fällt. Ah.
ja komplett besoffen, weil der nicht schießt. Ich glaube, du solltest aufhören für heute. Ja, ja. Voll okay. Ich bin einfach jetzt nicht mehr in der Lage, den Boss zu bekämpfen. Das ist vollkommen okay. Netter Grind, ja. Das war ein 5-0. Einfach noch kurz in die Statistik gucken. Weil habe ich gerade eben schon gemacht. Aber ich mache es einfach nochmal. Mit dem Abschluss dieser Folge. Nächsten Montag geht's weiter. Nächsten Montag sollte passen, ja? Nächsten Montag. Zur gleichen Zeit, gleiche Stunde. Ich will mal kurz in die Statistik gucken. Ah, das ist die Starttaste. 64%, genau. 70 ist Fliegen. Und viele Eier. Gut, dann beende ich an der Stelle jetzt schon mal die Aufzeichnung für YouTube. Also das YouTube-Ding. Aber ich gucke gleich nochmal kurz in die Trophäen rein. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tobi, du darfst auch Tschüss sagen. Üdelü. Okay. Ich wollte das Spiel nicht laden. Sollen.